Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video. Im heutigen Video geht es um das Thema Geschäftspartner finden. Stell dir mal die Frage, was es für dich bedeuten würde, wenn du ja regelmäßig im Durchschnitt jeden Monat 6 neue Partner direkt in dein Geschäft bringst. Was würde es bedeuten in einem Jahr, in 2, in 3, in 4, in 5 Jahren? Ja, wo würdest du stehen? Mal ganz unabhängig davon, was dein Team macht. Und ich möchte heute in diesem Video dir zum einen zeigen, was ich tue, um genau dieses Ergebnis zu erzielen. Und zum anderen möchte ich aber auch mal ganz kurz auf ein paar wichtige Punkte eingehen, die vielleicht auch für den einen oder anderen vielleicht ein Stück weit unangenehm sind. Aber mir ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass du in deinem Geschäft vorankommst. Und deswegen möchte ich da heute auch ganz offen und ehrlich mal kurz ein paar Punkte ansprechen, die mir immer wieder auffallen. In den letzten 13, 14 Jahren ist eine der Hauptfragen, die ich erhalte, immer: Wie komme ich an neue Kunden? Wie komme ich an neue Geschäftspartner? Und da ist meine Antwort immer die gleiche, nämlich indem du danach suchst, ja, und indem du andere Menschen fragst, ob sie in deinem Geschäft einsteigen wollen. Und ich bitte dich jetzt einfach, diese Aussage nicht einfach so abzutun. Das ist tatsächlich die Antwort auf die Frage, ja, weil nichts anderes ist es. Wenn du niemanden fragst, dann kann auch niemand auf dich zukommen. Beziehungsweise wenn du niemanden fragst, kann auch bei dir niemand einsteigen. Und ich erlebe immer häufig, dass immer versucht wird, genau dieses Thema in irgendeiner Art und Weise zu umgehen. Ich weiß nicht, woher es kommt. Es könnte zum Beispiel sein, dass halt Network Marketing sehr häufig verkauft wird als ein System, wo man schnell Geld verdienen kann, wo man schnell reich werden kann. Und nichts ist weiter davon entfernt, ja. Nochmal, unser Geschäft ist wirklich einfach, ja, aber es ist nicht leicht zu tun, weil wenn es leicht zu tun wäre, würde es einfach jeder machen. Es gibt gar keinen Grund, die Dinge nicht zu tun. Aber allein die Tatsache, dass ich andere Menschen egal auf welchem Wege, fragen muss, ob sie in mein Geschäft einsteigen wollen, ja, das ist so der Punkt, wo sich dann, ich sag mal, die Spreu vom Weizen trennt. Von denen, die es wirklich wollen, die werden das tun, auf irgendeine Art und Weise. Und es gibt halt Menschen, die werden es nicht tun, weil die finden Gründe, warum sie jetzt über diese Schmerzgrenze, über die Komfortzone nicht hinaus gehen wollen. Ja. So, also das einfach mal so ein bisschen zu dem Hintergrund. Und jetzt will ich dir ganz kurz zeigen, dass das, was ich dir jetzt gleich zeige, dass es tatsächlich funktioniert. Und zwar zeige ich dir hier einen kurzen Screenshot von meinem Account in meinem Partnerunternehmen. Und hier siehst du hier oben 122 Einträge. Das heißt, diese 122 Anbindungen von Vertriebspartnern ist alles jetzt direkt persönlich rekrutiert. Und das war jetzt in 19 Monaten, also ein Schnitt von 6,42 Partner pro Monat. Ja, manche Monate sind mehr, manche ist mal ein bisschen weniger, aber im Schnitt ist es eigentlich immer so. So, und das war für mich damals ein ganz wichtiger Grund, immer als Vorbild voranzugehen. Ja, und das versuche ich heute nach wie vor immer wieder und wieder zu belegen und einfach auch um zu zeigen, dass es tatsächlich geht, wenn man die Dinge umsetzt. Gut, so viel dazu. Lass uns mal 9 Punkte durchgehen, die ich tue, ja, und werde dir da auch ein paar Dinge dazu sagen, die aus meiner Sicht wichtig sind. Der erste Punkt ist Bereitschaft und Fokus. Was meine ich da damit? Die meisten Menschen, die im Network Marketing starten, ja, die schaffen es nicht, den Fokus und die Motivation lange genug aufrecht zu erhalten, um ihr Geschäft nach vorne zu bringen. Kannst du auch in jede große Organisation reingucken. Du wirst immer einen Prozentsatz haben von Menschen, die aktiv im Unternehmen sind und ein viel, viel größerer Prozentsatz von Partnern, die eben halt nicht aktiv sind. Und es ist nicht, weil Network Marketing nicht funktioniert. Es gibt viele, viele, viele Hunderte, wenn nicht sogar Tausende oder Zehntausende Menschen, die mit Network Marketing ein richtig, richtig gutes Einkommen erzielen. Aber das sind auch die Menschen, die bereit sind und den Willen haben und die Motivation haben, ihre Ziele zu erreichen. Die haben starke Ziele, die möchten vorwärts kommen. Die sind bereit, über ihre Schmerzgrenze, sage ich mal, auch hinauszugehen und auch neue Dinge einfach mal zu tun. Ja, die haben keinen Stress, die haben vielleicht
beziehungsweise die haben schon Stress damit, auf fremde Menschen vielleicht zuzugehen, aber sie machen es trotzdem, ja. Und das ist mit Bereitschaft und Fokus gemeint. Die meisten allerdings, ja, und das ist halt einfach die Mehrheit, ja, die schreiben sich in Unternehmen ein, ja, haben keine starken Beweggründe, warum sie das tun, haben sich vielleicht noch nicht mal richtig überlegt, warum sie in das Unternehmen oder den Markt vielleicht einsteigen sollten. Und wurden vielleicht irgendwo auf eine Veranstaltung mit hingenommen, haben gehört, dass man schnell und einfach Geld verdienen kann und fangen dann an und stellen dann aber fest nach einer Woche, dass sie doch tatsächlich arbeiten müssen. Es wird im Network Marketing keine Situation geben, wo jemand bei dir an die Tür klopft, ja, dir einen Sack voll Geld vor die Tür stellt und dann wieder geht. Und das möchte ich einfach mal so klarstellen, ja. Wenn du nicht bereit bist, gewisse Dinge zu tun, die du vielleicht bis heute nie tun musstest, dann ist Network Marketing nichts für dich. Ja? Network Marketing wird erst dann für dich eine Option, wenn du sagst, ja, ich will eine Veränderung in meinem Leben. Ich möchte aus meinem Leben ausbrechen. Ich möchte diesen Trott nicht mehr haben. Ich möchte nicht mehr 9-to-5. Ich will nicht mehr 40-Stunden-Woche, 50-Stunden-Woche, 70-Stunden-Woche die nächsten 10, 20, 30 Jahre machen, um dann mit einer mickrigen Rente abgespeist zu werden. Wenn du sagst, ja, das möchte ich nicht mehr und du bist bereit, ja, auch den Preis dann dafür zu zahlen, dass es anders wird, dann, wenn du bereit bist, den Preis zu zahlen, dann ist Network Marketing eine Alternative. Wenn du es nicht bist, ja, und einfach mal so denkst, naja, vielleicht ergibt sich was, vielleicht kriege ich einen guten Partner, der dann mich reich macht, dann ist Network Marketing einfach das falsche Geschäftsmodell für dich. Dann ist aber jede Art der Selbstständigkeit falsch, ja. Und noch auf das Thema Fokus zu kommen. Und so passiert es dann halt eben, dass dann halt Menschen im Network Marketing einsteigen, merken, oh, sie müssen doch für ihr Geld arbeiten erstmal, ja. Und dann kommt irgendjemand um die Ecke und dann denken sie, oh, da muss ich vielleicht nicht so viel machen, da ist das Gras grüner, wie auch immer, was da die Gedanken sein können. Und dann sind sie in einem anderen Unternehmen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Erfolgreich wirst du dann, wenn du eine Entscheidung triffst, wenn du dich für etwas entscheidest, bedingungslos. Das ist wie in einer Ehe. Wenn du deinem Partner das Ja-Wort gibst, ja, dann musst du eine Entscheidung treffen. Ja, das ist eine Entscheidung, die triffst du für dein Leben. Ja, in der Regel. Ja, wenn es normal läuft, heiratest du dann einmal. Und dann entscheidest du dich aber auch gleichzeitig gegen alle anderen Optionen am Markt. Ja, alles andere wäre einfach schlecht für deine Beziehung. Weil wenn du regelmäßig links und rechts schaust, ja, vielleicht andere Dinge ausprobierst, dann wird das dein Ehepartner nicht mitmachen und wird die Scheidung einreichen. Und so ist es doch hier auch. Und viele wundern sich dann, habe ich auch schon so oft erlebt, ich kriege also jetzt nicht bei mir im Team, aber in den letzten 13, 14 Jahren, dass Menschen auf mich zugekommen, ich kriege keine Unterstützung von meiner Upline. Und dann habe ich mir bei einem Coaching mal die Social-Media-Aktivitäten angeguckt, das Profil, habe dann gesehen, dass 5, 6 verschiedene Unternehmen vermarktet werden. Ja, welche Upline hat denn Interesse dran, seine wertvolle Zeit jemandem zu widmen, der parallel 5 verschiedene Dinge macht? Jeder, der ein ernsthaftes Interesse hat, sein Geschäft aufzubauen, der weiß, dass das verlorene Zeit ist und verlorene Liebesmühe. Also muss man, wenn man erfolgreich sein will, erstmal bei sich selbst anfangen und mal die Sache zwischen den beiden Ohren auf die Kette kriegen und sich mal bewusst entscheiden, was möchte ich? Das heißt nicht, dass der Weg zum Ziel sich immer mal ein Stück weit verändern kann, aber ich kann doch nicht mein Ziel permanent ändern. Ja, und auch im Network Marketing macht es keinen Sinn, immer neue Unternehmen, so Network-Hopping zu betreiben. Das macht doch gar keinen Sinn. Du baust 2, 3 Jahre was auf, ja, und gerade fängt es an zu laufen, reißt du es wieder ein und fängst was Neues an. Ja, also deswegen ist es ganz wichtig, wenn du die Bereitschaft nicht mitbringst, Fokus zu halten, dich für eine Sache zu entscheiden und zu sagen, jawohl, das ist mein Unternehmen und das ist wie in einer Ehe, hier gehe ich durch schlechte Zeiten, ich gehe durch gute Zeiten durch. Ja, dann brauchen wir über andere Themen nicht sprechen, weil das genau die Menschen merken werden. Und dann brauchst du dich nicht wundern, beziehungsweise dann brauchen die Menschen sich nicht wundern, bei denen es nicht funktioniert.
Ja, also das ist Punkt 1. Das ist das mit das Wichtigste, dass du für dich erstmal dieses Thema sicherstellst. Dann der zweite Punkt, Leidenschaft, Hingabe. Ja, auch das ein Thema. Wer nicht bereit ist, sein komplettes Herzblut seinen Zielen zu opfern, ja, der muss halt, wohl oder übel, muss der halt dann ein Leben lang ja für die Ziele von anderen arbeiten und malochen. Das ist einfach so, ja. Wenn du nicht bereit bist, wenn dir deine Ziele nicht wichtig genug sind, dass du dein Geschäft mit voller Hingabe aufbaust, ist nämlich immer so eine Frage, ja, wie viel Zeit muss ich denn investieren? Wie viel Geld muss ich denn investieren? Ja, was soll ich denn darauf antworten? Ich kann nur dir eine Antwort geben, so viel wie möglich. Wenn du für dich und deine Familie ein besseres Leben haben willst, wenn du eine Veränderung in deinem Leben haben willst und du willst es wirklich, da gibt es doch gar keine Alternative. Die Frage stellt sich ja eigentlich gar nicht, wie viel Zeit muss ich denn investieren? Wie viel Zeit muss ich aufbringen? Diese Frage stellt doch einfach nur jemand, der sich jetzt auf einen Job bewirbt, ja, und dann als Angestellter wissen will, wie viel Urlaub habe ich, wie viel Arbeitszeit pro Woche habe ich, was ist mein Gehalt? Ja, das sind doch Fragen, die stellt sich doch ein Selbstständiger gar nicht oder ein Unternehmer. Der stellt sich doch Fragen, wo will ich hin? Ja, und dann ist er bereit und es ist auch logisch, alle seine Kraft da hineinzugeben, weil der Unternehmer einfach weiß, wenn ich nicht alles gebe, ja, dann wird es nicht funktionieren. Und wenn ich nicht bereit bin, auch Kritik einzustecken, wird es auch nicht funktionieren. Also muss ich doch bereit sein, alles zu geben, was ich kann. Und im Network Marketing ist es eine gewisse Besonderheit, ja, weil wir halt mit Menschen zu tun haben, mit denen, da besteht halt kein Arbeitsvertrag oder kein Arbeitsverhältnis. Das heißt, wir können von den Menschen nichts einfordern. Und deswegen müssen wir geben, 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 ohne dass wir die Sicherheit haben, dass etwas zurückkommt. Aber, und das ist genau der Punkt, deshalb immer erstmal geben, geben, geben. Und wenn du halt dann merkst, dass der Partner oder die Linie, die du gerade aufbaust, dass die partout nicht wachsen will, ja, aus irgendwelchen Gründen, dann musst du halt für dich eine Entscheidung treffen und sagen, okay, ich muss dann halt dementsprechend eine andere Linie aufbauen und die wieder unterstützen, dass die dann halt wächst. So, das ist einfach Fakt. So, dann brauchen wir, das ist Punkt 3, nachdem die zwei, ich sag mal, das ist eher so ein bisschen Mindset-Geschichte, ja, die ersten beiden Punkte, aber das sind die wichtigsten, ohne die funktioniert gar nichts, ja. So, und dann haben wir den dritten Punkt, jetzt kommen wir so ein bisschen in die arbeitstechnische Geschichte rein. Das ist das Thema Landingpage und Leadmagnet. Das ist so die Ausgangsbasis, mit der ich zum Beispiel immer arbeite. Mein Ziel ist es immer, jeden Tag, wenn ich aufstehe, möglichst viele Leads, ja, für mein Unternehmen zu gewinnen. Also mit Leads meine ich Interessenten so und das kann auf verschiedenen Wegen passieren. So sammeln, ja, beziehungsweise weiterleiten tue ich die immer im Prinzip auf meine Landingpage und auf der Landingpage brauchst du dann halt natürlich einen Lead-Magneten, der deine Zielgruppe anspricht, ja, der ein Bedürfnis oder ein Problem klar macht und eine Lösung dafür anbietet. So, und jeder, der an diesem Lead-Magneten interessiert ist, das kann zum Beispiel ein E-Book sein, das kann ein PDF sein, das kann eine Präsentation sein, das kann ein Webinar sein, das kann eine Testprobe sein, ja, egal was auch immer, ja. So, und jemand, der daran Interesse hat und sich dann in meinen Verteiler einträgt, der hat sich ja bewusst von sich aus entschieden, mehr Informationen darüber haben zu wollen. Und dann beginnt im Prinzip mein Arbeitskreislauf, der automatisiert ist oder zumindest ein Stück weit automatisiert ist. Ich möchte es nicht komplett automatisieren, das aber dazu vielleicht mal an einem anderen Video die Hintergründe dazu. So, und der Autoresponder, mein E-Mail-Marketing-System, das ist dann das Tool Nummer 4 im Prinzip, mit dem ich dann arbeite. Das qualifiziert die Interessenten dann vor. Das bringt die notwendigen Informationen an den Empfänger. Und führt quasi den Interessenten von dem Punkt A, von dem Ausgangspunkt des Interessenten zum Punkt Z, also zum Ziel. Und Ziel ist dann immer ja, die Geschäftspartnerschaft, die Kooperation, die Mitarbeit. Ja, so. Und jetzt ist ja die Frage, wie kriege ich, also das sind die zwei Tools, die ich
überwiegend im Einsatz habe, um das Ganze zu machen. Egal, ob ich jetzt draußen jemanden kennenlerne, wenn ich merke, jemand ist ein potenzieller Interessent oder hat Interesse, dann findet der den Weg auf die Seite, beziehungsweise ich rufe es auf meinem Handy auf, lasse die Person ihre E-Mail-Adresse dort und ihre Kontaktdaten eintragen. So, online natürlich genau das Gleiche. So, also dann mein Werkzeug, das ist das Werkzeug Nummer 5, beziehungsweise das, was ich halt so tue. Ich führe zum Beispiel einen eigenen Blog. Auf dem eigenen Blog gebe ich Mehrwert, ja, Content, der ja Problem löst, was eben halt meine Zielgruppe hat. Ich schreibe dort aber auch über Ideen. Manchmal kommt auch ein bisschen was Persönliches mit rein, je nachdem. Dann optimiere ich das ein bisschen auch für die Suchmaschine, sodass dauerhaft der Blogartikel auch bei Google und Co. gefunden werden kann. Und mittlerweile sind es, glaube ich, über 300 Artikel oder so auf meinem Blog. Habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber weil, wie gesagt, irgendwann hört man auch auf zu zählen. Und ja, und stell dir einfach mal nur vor, was wäre, wenn jeder deiner Blogartikel einfach nur einen, zwei oder 10 Besucher im Schnitt pro Monat auf deine Seite bringt. Ja, bei einem wären es dann halt bei 30 Tagen 300, bei 2 wären es 600 und bei 10 wären es 3000 Besucher auf deinem Blog. So, und jetzt ist einfach die Frage, macht es Sinn? Habe ich nämlich auch schon erlebt, dass jemand zu mir gesagt hat, Mensch, aber das dauert ja so lange, bis man da Ergebnis erzielt und ja, und das ist ja, da muss man ja viel Zeit aufwenden. Und dann sage ich ja, Marketing ist halt auch zeitaufwendig. Ja, natürlich kann man auch Werbeanzeigen schalten und so weiter, dann braucht man aber Geld. So, und deswegen ist es so, ich empfehle immer einen Mix aus passiven, langfristigen Strategien und kurzfristigen. Das heißt, das Ideale ist natürlich, weil ich auch Werbeanzeigen schalte, das Ideale ist natürlich, du führst langfristigen Blog, damit du Gratisbesucher bekommst, ja, und du schaltest Werbeanzeigen und gehst noch aktiv auf Menschen zu. Ja, und jetzt kann man natürlich fragen, lohnt sich das? Und da ist dann halt einfach meine Frage, wie viele Leute musst du denn täglich kontaktieren, um am Ende des Monats auf 3000 Leute zu kommen, die du kontaktiert hast? Ja, oder 10.000? Ja, das Schöne am Blog ist ja, dass du es skalieren kannst. So, und wenn du es einfach dir angewöhnst, langfristig die ganzen Dinge zu sehen, wenn du dein Geschäft langfristig auf verschiedenen Beinen aufstellst, dann kommt man schnell zu dem Entschluss, dass es eine sehr, sehr gute Zeitinvestition ist, weil wenn ich die Sache einmal erstelle, wenn ich den Artikel einmal erstellt habe, dann kann der ein Leben lang mir neue Interessenten bringen. Also ist doch die Zeit sehr gut investiert, wie jeden Tag 2 Stunden aktiv was tun zu müssen. Ja, was nicht heißt, dass man es nicht tun sollte am Anfang. Ja, definitiv. Aber solange du halt noch nicht genügend Interessenten über den Blog generierst, brauchst du noch eine aktive Quelle. Was aber nicht heißt, dass langfristig der Blog keine gute Option ist. Das gleiche gilt für den YouTube-Kanal. Ja, und auch hier haben wir dann wieder so eine Mindset-Geschichte. Manchmal kommen Leute zu mir, die sagen dann, ah, wie gewinne ich denn jetzt neue Kunden? Wie gewinne ich neue Geschäftspartner? Dann sage ich, naja, indem man danach fragt. So, ja, aber mein Umfeld, ich habe in den letzten zugegeben, in den letzten Jahren zu viel Sachen angeboten. Ich möchte jetzt nicht mehr auf mein Umfeld gehen und so weiter, ja. Und dann, das sieht man aber auch schon mal genau das Problem an der Geschichte. So, und dann sage ich, ja gut, dann führe einen Blog. Ah, ja, aber schreiben ist nicht so meins. Dann sage ich, gut, dann mach mal einen YouTube-Kanal oder mach regelmäßig Videos. Oh, ich traue mich nicht vor die Kamera. Dann sage ich, okay, dann schalten wir Werbeanzeigen. Ah, ich habe kein Geld. Ja, wenn alles, ja, wenn du für jedes Thema oder wenn eine Person für jedes Thema, ja, eine Ausrede hat, dann kann es nicht funktionieren. So, Punkt. Ist mir einfach mal wichtig, das an der Stelle zu sagen. Entweder wir suchen Wege, ja, wir suchen Gründe, warum wir was tun, oder suchen wir Ausreden. Und mit Ausreden brauchst du im Network Marketing nicht anzufangen, weil Network Marketing ist ein Geschäft, das funktioniert oder bringt dir nur Geld, wenn du Ergebnisse erzielst. Und Ergebnisse bringst du nur zustande, indem andere Menschen entweder auf dich zukommen oder du auf sie zugehst. Und wenn du willst, dass Menschen auf dich zukommen, dann musst du in irgendeiner Art und Weise sichtbar werden, egal ob es über Werbeanzeigen, YouTube etc. ist. Also YouTube ist zum Beispiel auch so ein Thema. Ich habe hier, fällt mir gerade ein,
auch noch einen Screenshot auf, also du findest hier noch weitere Informationen dann auf dem Blogartikel, den verlinke ich dir unterhalb des Videos. Da zeige ich dir dann aber auch noch hier, gehe ich mehr auf die Punkte ein und dann hast du hier auch nochmal, du siehst jetzt über meinen Blog und der ist noch gar nicht so groß, aber bringt trotzdem, das ist jetzt auch nicht so die besten, der beste Zeitraum, glaube ich. Na doch, ist ein längerer Zeitraum, alles klar. Du siehst aber auch hier, regelmäßig werden hier, da gibt es Wochen, da sind es mal 25 Leads, dann sind es Wochen, da sind es mal nur 2 Leads, wie auch immer. Und aber was es ist stetig steigend. Ja, im Schnitt ist es stetig steigend, wenn ich mir die letzten Jahre dann auch angucke. Und dazu kommen noch natürlich die Leads mit die Leads über YouTube, es kommen die Leads über bezahlte Werbeanzeigen. Ja, und in Summe ist es halt eben ein schöner Mix, ja, der dafür sorgt, dass ich regelmäßig 6 neue Partner im Monat generiere. So, zurück zum Thema, kommen wir zum nächsten Punkt. Bezahlte Werbeanzeigen ist auch so ein Thema. Auch hier bezahlte Werbeanzeigen, Traffic auf Landingpage, Blog, whatever, ja. Bei mir im Prinzip auf die Landingpage, Webinar etc. Und dann geht es wieder ab ins E-Mail-Marketing. Social Media, auch eine gute Möglichkeit, neue Geschäftspartner zu finden. Du könntest zum Beispiel Facebook Live machen, ja, ein Facebook Live-Video. Du könntest auf Facebook Live gehen, wertvolle Informationen mit deinen Zuschauern teilen und so auf dich aufmerksam machen. Wichtig ist dabei, du solltest halt keine plumpe Werbevideos machen, sondern halt wirklich überlegen, wer ist deine Zielgruppe, was möchtest du denen mitgeben, wie kannst du denen weiterhelfen und dort wertvolle Tipps geben. Ja, und dann einfach auch wieder auf deine Webseite verweisen, dass es dort weitere Informationen gibt und so weiter. Ne? Also so kannst du Reichweite erzielen. Mit einem Facebook Live? Nee, du musst es schon auch kontinuierlich machen. Ja, und Kontinuität ist eine ganz wichtige Eigenschaft im Network Marketing. Es gibt nichts, was wir nur 1 oder 2 Wochen tun, sondern täglich. Ja, darum geht es, dass du täglich die Dinge tust, die dein Geschäft nach vorne bringen. So, zurück zum Thema Social Media. Du könntest aber auch, wenn du einen Blogartikel geschrieben hast, dann den Blogartikel in themenrelevanten Gruppen posten, auf LinkedIn, auf Facebook oder wo auch immer, ja, in Foren etc. Ne? Und auch darüber dann auf dich aufmerksam machen. Und du wirst dich dann halt unterscheiden, weil du halt nicht jetzt plumpe Werbeposts irgendwo absetzt, wie das so viele sind, sondern du wirst halt Menschen anziehen, die dann halt auch deinen Content lesen und zu schätzen wissen und dann auch erstmal sehen, was du eigentlich ja auf dem Kasten hast. So, und wenn du jetzt sagst, naja, aber ich habe eigentlich nichts auf dem Kasten, dann sage ich, das stimmt nicht. Jeder Mensch, ja, kann das Ganze starten. Als ich meinen Blog gestartet habe, ja, war klar, ich hatte natürlich meine Praxiserfahrung aus dem Offline-Geschäft, ja, aber online war ich noch nicht sehr affin. Ja, also was habe ich gemacht? Ich bin halt hergegangen, habe neue Dinge dazugelernt, die ausprobiert und habe darüber berichtet. Ja, und das kannst du auch tun. So, und der letzte Punkt ist, das ist eine klassische Möglichkeit, die jedem zur Verfügung steht, der weder Geld hat für Werbeanzeigen noch, ja, ich sag mal, einen Blog oder YouTube machen will, indem, dass du, das ist eine aktive Methode, wie du das Ganze schaffen kannst, indem du einfach andere Menschen ansprichst, die, und jetzt kommt aber der Punkt, die potenzielle Interessenten für dich sind. Also wo du halt merkst, ja, das könnten potenzielle oder ernsthafte Interessenten sein, mit diesen telefonierst, dich über Messenger austauschst und dann schaust, dass du ins Gespräch kommst, ja, um dann im Prinzip eine Präsentation zu versenden, nachzufragen und die Person dann zu sponsern. Hört sich einfach an, ist es im Prinzip auch, aber wie gesagt, die meisten schaffen es nicht, weil sie es einfach nicht tun. Und dabei ist alles einfach ein Geschäft der Quote. Stell dir mal vor, du würdest von heute an wirklich jeden Tag, ja, ich lasse jetzt mal alle Online-Aktivitäten raus, mal angenommen, du würdest wirklich jeden Tag einfach nur mit 10 Menschen ja, in Kontakt kommen und mit denen ein Gespräch anfangen, um mit ihnen über dein Geschäft zu sprechen. Ja, dann wären das, sagen wir mal, bei 250 Arbeitstagen wären das 2500 Menschen im Jahr. Ich behaupte, ich stelle jetzt einfach mal eine These auf, dass die wenigsten Menschen im Network Marketing mit 2500 Menschen pro Jahr sprechen.
gerne, wenn du andere Zahlen hast, einfach mal in die Kommentarfunktion posten, dass man einfach auch sieht, dass es geht, ja. Aber ich behaupte mal, die meisten im Network Marketing machen das nicht, weil wenn sie das machen würden, dann hätten sie auch dementsprechend die Ergebnisse. Okay, ich hoffe, das Video war für dich hilfreich. Wenn dem so ist, gib der Sache einen Daumen hoch. Hinterlass mir gerne deine Anregungen zum Video. Und wenn du mehr Informationen haben möchtest zu den ganzen Themen hier oder ja dich interessiert, wie du mit mir zusammenarbeiten kannst, dann geh auf oliverschirmer.info und fordere dir einfach kostenlos weitere Informationen an. Du bekommst dort auch weitere Tipps von mir. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt maximalen Erfolg. Viel Spaß beim Umsetzen. Wir sehen, hören uns im nächsten Video. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.